Hängende Köpfe und betrübte Mienen beim Team von Westfalia Kinderhaus. Bei der Mannschaftsansprache nach der Heimpleite gegen Altenberge teilte Trainer Carsten Krute seinen Mann mit, dass er nach dieser Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird. Es ist eine persönliche Entscheidung von mir, aus Zeitgründen ganz einfach. Ich habe in den letzten Jahren halt sehr, sehr viel investiert hier, was das angeht. Und jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich sagen muss, das kann ich leider nicht mehr leisten, so schwer es mir auch fällt, dieser Entschluss. Aber gut, es ist Zeit für eine neue Ära, sage ich mal, als einen neuen Trainer im Kinderhaus. Und ich wünsche halt der Mannschaft über alles, dass sie in gute Hände kommt und dass sie weiter so erfolgreich Fußball spielt. Ja, das Ende einer Ära bei Kinderhaus. Kein schöner Tag natürlich für die Westfalia. Und das betraf auch die vorherigen 90 Spielminuten. Kinderhaus in Weiß, der Gast aus Altenberge in Schwarz-Grün. Und ein Blick auf den Rasen verrät es schon, das sollte hier nichts für Fußballästheten werden. Gefahr bei solchen Bedingungen natürlich durch Standards. Kein schlechter Freistoß der Gäste. Bis beide Seiten aber so etwas wie Spielkultur entfalten konnte, dauerte es bis zum Ende der ersten Halbzeit. Dann bringt den Ball rein Zigiri mit der Kopfballverlängerung und in der Mitte stehen Pilago und Tommaso schön frei. Pilago knallt den Ball dann im dritten Versuch in die Maschen. Die Führung der Hausherren in Minute 41. Und trotz des Gegentreffers muss man sagen, Glück für Altenberge. Tobias Herrmann klärt hier mit der Hand auf der Linie. Reagiert der Schiedsrichter in dieser Situation ganz schnell, hätte es auch Rot und Elber geben können. So die Gäste zwar im Rückstand, aber das hinterließ keinen großen Eindruck beim TuS. Gemächlicher Spielaufbau. Das ist übrigens die erste Aktion nach dem Gegentreffer, liebe Zuschauer. Und dann dieser überragende Ball auf den startenden Malte Gresshake. 1:1. Innerhalb von nur einer Minute passiert hier auf dem Platz auf einmal deutlich mehr als die ganzen 40 Minuten zuvor. In der Wiederholung sehen wir es, Westfalias Defensive noch im Jubelmodus. Der eingewechselte Gresshake nutzt das zum Blitzausgleich. Und sein Coach Bodo Gadomski spürte, dass vor dem Pausentee noch was gehen könnte für die Elf. 45. Fabian Kerela über links, nicht energisch genug attackiert, bringt den Ball zu Muhammed Hagiosai, der aus kurzer Distanz einnimmt. Innerhalb von nur 4 Minuten macht Altenberge aus einem Rückstand eine Führung. Der Kopfballaufsetzer vorbildlich, nichts zu halten für Keeper Tim Pieper. Mit 2:1 ging es dann in die Pause und so viel können wir verraten. Für die Westfalia-Offensive wurde es in den zweiten 45 Minuten kaum besser. Kinderhaus konnte wenig Druck aufbauen, ganz anders da Altenberge. Die hatten sich ans schwere Geläuf gewöhnt. Kerelei scheitert in dieser Situation allerdings an Pieper. Aber hier schon der nächste gute Angriff. Schöner Seitenwechsel auf Weidkamp und der sieht Christian Hölker. 67. Spielminute, 3:1 für Altenberg. Liebe Zuschauer, ich denke, viel besser kann man so einen Angriff auf diesem Acker eigentlich nicht vortragen. Ja, was war mit den Hausherren? Die hatten jetzt nochmal eine richtig gute Phase. Helmig, Hakenvorlage auf Tommaso. Dominik Tommaso trifft nur die Latte. Doch wie angesprochen, Kinderhaus drängte auf den Anschluss. Und die können ja bekanntlich Fußball spielen. Hier ergibt sich die Möglichkeit für Chris Helmig. Knapp vorbei. Und endgültig vorbei war es dann, als die Gäste kurz vor dem Abpfiff diesen Konter fuhren und der starke Dennis Weidkamp zum 4:1 einschloss. Altenberge nimmt hier 3 Zähler mit. Kinderhaus verliert das Spiel und im Sommer auch Coach Carsten Kuhn. Die Stimmen zur Partie. Altenberge hat 4 gemacht, wir haben 1 gemacht. Woran lag es? Ja, wir haben nicht gut begonnen, waren wir nicht so im Spiel. 15 Minuten danach hatten wir das Geschehen, denke ich, ganz gut im Griff. So gut man das halt hier auf dem Acker, im Griff haben kann. Haben dann das 1-0 gemacht und waren dann halt direkt unkonzentriert, kriegen dann direkt den Ausgleich. Das war natürlich eine äußerst dumme Geschichte. Schwierige Platzverhältnisse, aber wir haben trotzdem tollen Fußball gespielt, die Tore super rausgespielt. Vielleicht um ein Tor zu hoch gewonnen, aber verdient gewonnen. Ich glaube, wir haben gerade im Mittelfeld, wo haben wir sehr viele kleine Spieler und wuselige Spieler und wir sind auch etwas jünger als Altenberg, als Kinderhaus und vielleicht hat das auch den Ausschlag gegeben. Ein bisschen wendiger, schneller, beweglicher vielleicht.